So Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Karrieremodus mit Manchester United. Es gibt leider wieder keine neuen Talente. Also es ist irgendwie ein bisschen traurig, weil wir keine guten Talente kriegen. Es ist echt schade. Das ist richtig schade. Deswegen können wir wieder leider keine neuen Spieler holen. Wir müssen also weiterhin mit unseren Spielern klarkommen. Wir verlängern mal kurz die Verträge. Lasst wie immer gerne Like da, lasst wie immer gerne Abo da, falls ihr nicht abonniert habt. Leute, kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, täglich einschalten. Ihr kennt das Ganze, ja. Ich hoffe doch, ihr seid täglich dabei. Van de Beek auf einer 90 mittlerweile, sehr nice. Wie immer, bis zum Schluss dranbleiben, Leute. Ja. Bleibt bis zum Schluss dran, schaut das Video bis zum Ende. Ihr wisst es, damit unterstützt ihr mich für die Zuschauerbindung, Watchtime, ja. Wenn die Videos besser angezeigt, würdet ihr mich sehr unterstützen. Auf die Leihliste wollte ich Martial nicht setzen. Deswegen, wäre cool. Ich danke euch. Hier seht ihr unsere Mannschaft. So sieht es aus mittlerweile. Rivera hat sich auch ganz gut verbessert, auch obwohl er auf der falschen Position spielt. Machen wir es lieber. Ah, der könnte auch linker Flügel spielen. Das könnte die Lösung für unser Problem sein. Schreibt gerne wie immer rein, Leute. Welche Mannschaft, jawohl, da passt es. Welche Mannschaft ihr nach der, warte mal, das könnte alle Probleme lösen. Welche Mannschaft ihr nach der Karriere hiermit, warum können wir den nicht hier, ach, das ist doch unnötig, welche Mannschaft ihr nach dieser Karriere hier sehen wollt, ja? Ich bin gespannt, Leute, schreibt es gerne rein und dann schauen wir mal, welche Mannschaft hier als nächstes drankommt, dann machen wir es erstmal so. Und schreibt gerne wie immer rein, was denkt ihr, wer wird der höchste Spieler hier in dieser Karriere werden, ja? Ich denke mal, wir speichern ganz kurz. Die meisten werden jetzt wahrscheinlich Perot oder Greenwood schreiben. Die sind auf 94 bzw. 95. Rashford 95. Sancho ist auch noch im Rennen mit 95. Also schreibt mal gerne eure Tipps rein, was ihr denkt, wer hier der höchste Spieler werden könnte. Ja? Müssen wir mal sehen, ob es so passieren wird. Ist eine andere Frage. Ab geht's. Wir sind mittlerweile Jahr 2029-30. 2-1 läuft Lille, 0-2 Gladbach, 0-1, gut, 3-1 gegen Betis, PSG Finale, jawohl, ersten Titel eingefahren. Das heißt, wir kämpfen noch um alle 7 Titel, Leute. Wir kämpfen noch um alle 7 Titel. Könnt auch mal gerne in die Kommentare schreiben, was eure erfolgreichste Saison war in England. Habt ihr schon mal alle 7 möglichen Titel gewonnen? Schreibt es mal gerne rein, wenn ihr nur 5 gewonnen habt oder 6, schreibt es auch gerne rein. Wir haben bislang 2 gewonnen, wichtig, Champions League gegen Euroleague-Sieger. Dritter Titel ist eingefahren, Leute. Es könnte die glorreiche, volle Premium-Saison werden, wenn wir alle Titel holen. Dann ist hier der Rekord möglich, weil wir haben noch nie 7 Titel geholt. Mit City habe ich auch keine 7 Titel geholt. Also wir haben bislang 3 eingefahren, ja. Ist noch ein weiter Weg. Wird schwer, ja. Vor allem, weil du halt noch 2 Pokale hast. Da ist schon das erste Pokalspiel gegen Cheltenham Town. Das ist ein Dritt- oder Viertligist. 4-3 übrigens gewonnen. 3-3 vorher gegen Liverpool-Pokal gewonnen, 1-1 gegen Internet-Champions League, ja, sollte, boah, Champions-League-Gruppe ist natürlich auch hart, ne, und dann verlierst du 3-2 gegen Spartak Moskau, müsste das gewesen sein, und schon wieder 3-2 verloren gegen Everton, Aston Villa 1-1, oh mein Gott, Leute, boah, dann 0-5, jawohl, wacht mal auf, ey, 2-2 wieder nur, Pokal, wichtig, Pokal zumindest gewonnen, aber nach Meisterschaft, muss man ganz ehrlich sagen, 4-1 gegen Dortmund, nach Meisterschaft sieht das absolut gerade gar nicht aus, jetzt haben wir mal wieder eine kleine Siegesserie gegen Stoke City, müsste machbar sein. Inter wäre wichtig, jetzt in der Champions League zu gewinnen nach dem Hinspiel unentschieden. Jawohl, also nach einer anfänglichen schlechten Phase haben wir uns, glaube ich, langsam gefangen, hoffe ich. Zumindest 1-0 gegen Chelsea, Spartak 3-2 eben verloren, diesmal auch nur unentschieden, okay. Pokal gegen Queen's Park Rangers. QPR müsste möglich sein, Leicester City vorher. Dann Derby, Leute. Derby gegen City ist natürlich wichtig. 3-2, Leute. 3-2, sehr, sehr wichtig. Pokal sollte möglich sein gegen QPR. Zweitligist, 2-0 gewonnen. Danach jetzt gegen Brentford. Müsste auch. Gegen Brentford spielen wir immer so schwach, ne? Wieder nur unentschieden. Pokal gegen Fulham vor Liga gegen Fulham 5-0 verloren. Okay, die werden auf jeden Fall jetzt schon mal Angst haben im Pokal. Danach geht es gegen Hull City. Zweitligist, 3-2 nur im Pokal. Okay, Hull City. 1-2 vorher, 1-0 gegen Everton Wolverhampton verloren. Die sind immer gut gegen uns. Aston Villa im Pokal müsste wieder machbar sein. Also wir haben bislang nicht so starke Pokalgegner wie sonst. Sonst spielen wir immer gegen und dann verlieren wir. Hey, Digga. 3-1, okay, alle 7 Titel sind wieder nicht möglich, weil wir 3-2 gegen Aston Villa verlieren. Weißt du, wir spielen sonst im Pokal immer gegen Chelsea, Liverpool, Arsenal und so weiter und so fort. Ne? Und jetzt, dann spielst du gegen Aston Villa und dann verlierst du 2-1, Champions League, verloren, Pokal erstmal gegen Chelsea, haben wir sogar 2-0 gewonnen, das ist natürlich jetzt richtig bitter. City,
0-1 verloren, Leicester danach Champions League Achtelfinale, vor 2 Jahren auch schon mal im Achtelfinale gegen Leverkusen, ne? Ganz kurios. Zweimal jetzt schon 3-1 gegen Aston Villa, also klar. In der Liga gewinnen wir 3-1, ne? Läuft. Läuft, würde ich sagen, Alter. Läuft richtig gut. 0-2 gegen Everton, 3-1 gegen Spartak, ist das, ne, Lokomotiv Moskau ist das. Beide nee, wow, Hinspiel verloren, 3-1 habe ich gar nicht darauf geachtet. Rückspiel aber 3-0 gewonnen, dann 3-1, dann 2-1 gegen West Ham verloren, 2 Niederlagen in Folge jetzt. Leider das, Digga, gegen Watford unentschieden, nur 2-1 gegen Inter. Hat anscheinend nicht gereicht. Oder das Champions League-Finale ist am 1. Juni, dann könnte es doch gereicht haben. Müssen wir mal sehen. Könnte machbar sein. Erstmal letzter Spieltag gegen Brentford. Digga, gegen Brentford, wir sind immer so schlecht gegen die. Gucken wir mal, CL-Finale, ihr habt gegen Chelsea 3-0 gewonnen. Okay, war okay die Saison, muss man ganz klar so sagen. Geht klar, geht besser, geht schlechter. Muss man mit zufrieden sein im Endeffekt. 81 Punkte und Leicester hatte 80. Also das war knapp, ganz, ganz knappes Ding. Aber es hat gereicht, von daher alles, alles gut, Leute, alles gut. Jetzt bin ich gespannt auf unsere Spieler. Wir sind eigentlich auf jeder Position. Vom Ding her können wir jetzt eigentlich mit der Mannschaft so durchspielen. Obwohl, na gut, wir müssen Sancho irgendwann ersetzen. Rashford leider auch. Wan-Bissaka müsste auch langsam raus. Okay, wir haben schon so drei, vier Positionen, die wir ersetzen müssen. Aber sonst der Sturm. Sturm könnte eigentlich so bleiben. Muss man ganz klar so sagen. Sturm, Ding her, ist mega. Vor allem auch mit unseren Jugendspielern, die sich auch ganz gut entwickeln. Also bin ich zufrieden. Aber gut, wir gucken jetzt mal Rashford. Ich hoffe, dass eventuell Rashford, wäre geil, auf eine 95 hoch ist. Wäre sehr, sehr geil, muss man mal ganz klar so sagen. Weil dann lebt die Chance noch. Der ist jetzt, obwohl der ist jetzt mittlerweile auch 28. Ich glaube, eine 99 wird schwer. Wird sehr, sehr schwer. Aber man weiß nie. Wir gucken. Wir gucken, wir gucken. Und wenn Rashford auf einer 96, Greenwood, ich sag die ganze Rashford, 95, okay. Ist noch was drin. Perro auch 95. Rivera 91. Villalba ist auch ein hoch. Navarro 89. Sancho ist auch hoch ein. Van de Beek ist leider runter. What? Rashford ist auch ein runter. Oh mein Gott. Okay, McTominay auch. Fernandes auch richtig krass runter. Eieiei, der Licht ist sogar hoch. Das war's von dieser heutigen Folge, Leute. Wenn es euch gefallen hat, wir verlängern noch kurz Verträge. Lasst gerne Like da, Abo, Glocke aktivieren, täglich einschalten, ja? Ich hoffe, ihr seid täglich dabei. Ich würde mich sehr freuen. Ihr kennt das Ganze ja, Leute, ne? Bleibt bis zum Schluss immer dran, Leute. Ja? Schreibt einen Kommentar, Leute. Was denkt ihr, wer wird der höchste Spieler hier in der Karriere werden? Schreibt es gerne unten rein. Und ja, Van de Beek ist leider runtergegangen. Ist natürlich schade. Dann würde ich sagen, wenn ihr Bock habt, sehen wir uns natürlich in der nächsten Folge wieder. Wäre fresh. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein und ich hoffe, ihr seid dabei. Ciao.